When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. Boah, Leute, ich bin fein im Wind. Oh, was mache ich? Ich will mein Popo einkaufen. Ui, 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 hier stürmt das richtig. Fliegt euch alles weg. Ja, Alexandro, deine Lampe hier. Deine Schreibtischlampe. Die Schlampe. Gott, oh Gott. Schnell den Wagen zurückbringen. Wieder heile im Auto. Es ist jetzt schon richtig stürmisch geworden. Also die haben schon richtig gesagt, zum Mittag wird's wieder. Ja, dann fahren wir jetzt mal ganz schnell nach Hause, würde ich sagen. Ich wollte ja den Kamin holen, aber den Kamin gab's nicht. Die haben 4 Stück bestellt und 3 waren schon reserviert und ich war die 4. Gott sei Dank. Ich habe den jetzt reserviert. Nächste Woche rufen die mich an, dann kann ich den abholen. 120 Euro, schöner Kamin, 1 Meter hoch. Also so ein Deko-Kamin, ne? Aber der heizt ja auch mit Fernbedienung. Richtig schön, ich freue mich drauf. Jetzt habe ich noch ein bisschen rosa Deko geholt. Boah, merkt ihr das? Schüttelt das Auto hin und her. So, jetzt ratzfatz nach Hause. Jetzt sind wir heile zu Hause angekommen. Jetzt zeige ich euch mal, was ich geholt habe. Ja, rosa, rosa, rosa. Und das ist witzig, die kennen mich schon bei Poco. Die wissen, ich bin die, die immer rosa Deko einkauft. Ich habe hier diese Kissen mitgenommen. Die waren auf 3,99 runtergesetzt. 2 Stück. Dann habe ich einmal so eine Badematte mitgenommen oder so einen Toilettenvorleger, den hatte ich in rosa nicht. Und in altrosa die 2 Bösenvorhänge. Moment, den habe ich für 10 Euro, die 3,99 und die Vorhänge jeweils 7,99. Ich wollte eigentlich die anderen mit den Blumen haben. Aber auf der Werbung sahen die viel leuchtender und farbintensiver aus als in echt. In echt sahen die so verbleicht aus und so durchsichtig. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich jetzt die hier geholt. Ich denke mir mal, die sind von der Quali auch schöner. Ja, und den Kamin. Habe ich das gerade schon erzählt? Boah, ich bin echt... mein Gedächtnis... Weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Sehr vergesslich geworden. Ja, und der Kamin ist bestellt. Nächste Woche ist er da. Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, reinzukommen. Es hat jetzt angefangen zu hageln. Bei meiner Freundin Sarah hat es vorhin schon gehagelt in der Nähe von Hagen. Jetzt zieht das zu uns rüber. Und ja, wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Und eine Schreibtischlampe für Alexandro haben wir noch mitgenommen. Die baut er gerade auf. Die hat... Was hat die nochmal gekostet, Schatz? 17,99. Das ist die hier. Die, nicht hier, Schatz, am Schreibtisch. Ach so. Am Schreibtisch direkt. Die hat 3 Lichtmodi. Also man kann das Licht verstellen. Und hier unten ist nochmal LED. Puh. Ja, schön hell, ne? Die kannst du hier bewegen. Mach die an. Genau, dann kannst du hier, wenn du das, genau, kannst du da die Farben wechseln. Ich glaube, warte mal. Kannst auch nur die Farben alleine lassen, ohne Licht. Geht auch. Oder wenn du in der Mitte drauf drückst, kommt dann nochmal Licht. Kannst du heller machen, dunkler. Was ist das hier? Nee, da ist nichts. Aber ist cool, kann man schön verstellen. Und rot hin. Ja. Hey, ihr Lieben, jetzt mache ich die Gardinen dran. Ich habe die alte Gardine jetzt schon mal abgenommen. Und jetzt mache ich die anderen dran. So, ihr Lieben, mein Mädchentraumzimmer. Sieht doch cool aus, oder? Also, ich finde es ganz schön. Die Gardinen passen hier auf jeden Fall viel, viel schöner rein als die anderen, die ich vorher hatte. Ja. Mir gefällt es ganz gut. Was sagt ihr? Ja, manche werden jetzt sagen, viel zu rosa. Aber ich finde es genau richtig, richtig schön. Ja, und dieser Toilettenvorleger, der gefällt mir nicht so, weil es eine ganz andere Farbe hat als das andere Ding. Hm.
So schön finde ich es jetzt nicht, aber naja. Okay, hallo, es ist Dienstagabend, wir haben 18 Uhr und ja, mein Tag heute war ein bisschen stressig, ich hatte viele Termine, habe mir zwei Nägel abgebrochen, den ganz und der ist noch so, halb hängt der dran und das schmerzt so, deswegen habe ich da ein Pflaster jetzt dran gemacht, damit ich nicht die ganze Zeit dran komme. Ja, dann habe ich meine Mama noch spontan in der Stadt getroffen. Da wollen wir noch was essen. Ich habe Bratkartoffeln gegessen mit Spiegelei und Salat. Danach war ich mit Alexandro beim Logopäden nach der Schule. Und ja, jetzt war ich eben einkaufen. Das war so mein Tag. Aber es ist so richtig kalt draußen. So eine richtige, richtiger Polarwind irgendwie. Boah, man will sich gar nicht draußen lange aufhalten, weil es so windig ist und nein. Zu Hause im Warmen, kuschelige Decke und sag schon, Wärmflasche im Arm. Das ist zurzeit mein Ding. Ja, ich habe ein paar Kleinigkeiten nur geholt. Eigentlich wollte ich. Ich bin gerade irgendwie so auf dem Trip. Ich möchte gerne Cola trinken. Ich weiß nicht warum. Also vielleicht, weil ich nicht so oft Softdrinks trinke. Habe ich jetzt irgendwie voll das Bedürfnis. Warum ist denn das so dreckig geworden von der Tüte? Da war irgendwie Krümel waren in der Tüte. Ja, eigentlich kaufen wir überhaupt keine Softdrinks. Und irgendwie hatte ich das Verlangen danach. Ich habe eine Pepsi geholt und zwei Fanta. Die sind aber unten im Auto, weil ich jetzt nicht alles hochschleppen konnte. Und dreimal Saft. Dann habe ich ein Milchreis mitgenommen. Einmal Hirtenkäse, einmal Paprika-Chili-Aufstrich, Saft, wie gesagt, dreimal, die anderen zwei sind noch unten. Dann war von Mövenpick das Eis runtergesetzt von 3,30 Euro auf 1,79 Euro. Da habe ich das mit Walnuss mitgenommen, mit Walnüssen und Ahornsirup. Ich liebe Eis mit Walnüsse. Dann habe ich zweimal Schokolade mitgenommen. Einmal die ganz normale mit ganzen Nüsse, die mag ich sehr gern. Und einmal die gleiche in Weiß. Und eine, wie heißen die? Naschi-Birnen. Die mag der Alexandre gern. Ich bin ja allergisch. Ja, so eine Birne. Was haben wir hier noch? Wattestäbchen hatte ich nicht mehr. Das ist ja meine Droge. Das brauche ich jeden Tag. Die Verpackungen sind auch ganz schön vom Lidl. Einmal Toastkäse, eine Fleischwurst. Und hier haben wir noch was. Alexandro hat Eis bestellt. Und diese Cerealien, die waren alle, werden nachgefüllt. Die essen wir zurzeit gerne hier mit Schokolade. Ja, das war's. Und hier noch Donuts. Ja, und gestern hat Big Brother angefangen. Guckt ihr das? Guckt ihr es nicht? Ich finde es ganz interessant, dass es neutrale Leute sind und keine Promis. Und wer weiß, vielleicht wäre ich bei dieser Staffel auch mit dabei gewesen, weil ich hatte mich beworben letztes Jahr und ich hatte dieses Forecasting auch mitgemacht und war auch eine Runde weiter. Ich wurde dann angerufen und ich sollte ein Handyvideo von mir drehen, wie ich lebe. Da hatte ich auch gesagt, dass ich blogge, ich sollte das auch mit reinnehmen, dass ich Bloggerin bin, wie ich lebe, einfach ein bisschen was von mir erzählen und dass ich sehr gut in das Format reinpassen würde. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, ich hatte diese E-Mail in meiner Story gepostet, gestern, als das angefangen hat. Ja, und dann war ich einfach zu faul, dieses Video zu drehen und ja, hab's einfach so im Sand verlaufen lassen. Ja, wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt drin. Und dann habt ihr mich gefragt gestern, in welches Haus ich eingezogen wäre. Also als ich dieses Glashaus gesehen habe, so von der Einrichtung und so, richtig cool, also richtig krass edel. Aber ich finde, man ist ja da so, das ist jetzt so dieses Digitale und da sieht man die ganze Zeit dieses Level, auf welchem Level man ist und wie die Leute draußen für einen voten und wie viele Punkte man hat, also wie viele Sternchen.
also wie man gerade bewertet wird. Und ich finde, sowas macht einem einen richtig psychischen Druck. Und ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich bin nämlich ein Mensch, der mir sehr, sehr viel Druck macht, sowieso. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr viel davon hält, was die anderen denken. Manche denken sich so, das geht mir am Arsch vorbei, was andere denken. Aber ich bin einfach so. Also das ist bei mir veranlagt. Ich möchte, dass am liebsten die ganze Welt nur Gutes von mir denkt. Aber man kann es ja nicht allen recht machen. Und man kann ja auch nicht jedem gefallen. Aber das wäre einfach zu viel Druck für mich, wenn das da die ganze Zeit aktualisiert wird und man sieht, man verliert Punkte, die anderen sind besser als du, dann denkst du dir, was hast du falsch gemacht, zweifelst an dir und ne. Also das wäre jetzt das einzige Kriterium, warum ich da jetzt nicht in dieses Glashaus eingezogen wäre, sondern in dieses Blockhaus, glaube ich, heißt das andere. Blockhaus oder Holzhaus? Blockhaus, glaube ich, ja. Weil da ist alles noch so natürlicher. Da gibt es nichts Digitales und ja, ich finde das harmonischer. Also da, ja, ich finde es einfach harmonischer so, ohne dass man so den Druck von der Außenwelt hat. Ihr Lieben, bringt eure Kinder auch immer so schöne Zeichnungen mit von der Schule? Also, ich weiß nicht, was ich hier denken soll von dieser Zeichnung. Alles in schwarz und da so komische, böse Gesichter links und rechts. Und was soll das sein? Da werde ich mein Kind mal fragen. Alexandro? Kommst du mal, Schatzi? Was hast du hier gemalt? Was ist das? Piraten. Ach, das ist ein Pirat. Und das? Sind das die Fahnen? Ja. Ach so, ist das ein Piratenschiff? Ja. Und was ist das hier? Unten die Gläser. Gläser? Ja, die Fenster. Ach so, die Fensterscheiben, die runden. Okay, dann erklärt sich alles. Let the old be dead. Let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come.